Mahlzeit Leute, Knochen hier, ihr Stabiner. Heute fahre ich die Nassau, jetzt gibt es ja mittlerweile endlich deutsche Schlachtschiffe. Und ich fahre das erste deutsche Schlachtschiff, welches hier verfügbar ist, das ist die Nassau Rang 3. Wie gesagt, bei den Deutschen. In Dienstgestalt 1909. Ich habe 6 Zwillingstürme, a 283 mm. Und richtig viel Sekundärgeschütze. Also insgesamt 28 Sekundärgeschütze verschiedenen Kalibers. Ich fahre maximal 20 Knoten und habe eine Reichweite von 10,1 Kilometer. Entschuldigung. Und eben gerade habe ich, ich habe eine Signalflaggen drin für erhöhte Feuerreichweite plus 5% und gleichzeitig 5% kürzere Nachladezeit und Streuung. Und habe eben gerade noch in dem Match davor eigentlich auf wirklich witzige Art und Weise einen Zerstörer, der mir aber auch wirklich, der hing mir schon im Arsch drin. Der kam so nah, den habe ich einfach mit der Sekundär zerstört, in dem Moment, wo ich gerade feuern wollte. Und dann kam noch ein nächster und puff, den habe ich natürlich mit meiner Hauptartillerie zerfetzt. Und die sind schon, was, ach so, hey, Säckel, rechts, vor, links, whatever. Ich weiß gar nicht genau, wo ich hin will. Ich schaue einfach, dass ich am Leben bleibe. Vor bei der Runde, da waren es auch 3 Punkte. B war in der Mitte, dazwischen 2 Inseln und halt so ein Kanal. Da bin ich reingefahren und da ging es dann richtig ab, aber ich schätze mal, ich fahre hier rüber. Die St. Louis scheint näher zu kommen oder schneller näher zu kommen. Zumal da wenigstens ein bisschen was los ist, oder? Ich fahre hinter diese Insel. Hinter dieser Insel vorbei. Kurz durchgucken. Ich denke, so werde ich das machen. Dann umgehe ich hoffentlich auch die beiden Zerstörer. Ich werde meine Geschütze aber in die, also nach rechts ausrichten, denn ich schätze mal, dass ich die eher treffen kann. Da sind nicht so viele Inseln jetzt. Eisenfresser. Ja, ich denke, so wird das laufen. Hier werde ich eher ein bisschen feuern können. Wie gesagt, die 10,10 Kilometer, ja, ich hätte schon vielleicht ein, zwei Bierchen. Die 10,10 Kilometer muss man natürlich auch erstmal erreichen. Wyoming, ich habe gar keine Ahnung, welchen Rang die hat. Ich guck mal eben nach. Wyoming 4, okay, könnte ich leicht im Nachteil sein. Sie ist in Reichweite. Brett auch so ein bisschen vor sich hin. Schauen, ob ich treffe. Aber ich denke mal schon, dass das ein ordentlicher Treffer wird. Sind doch ein paar gewesen. Sie kommt vertoppelt nahe mittlerweile. Das ist noch eine St. Louis. Ehrlich gesagt, werde ich mich wohl auf die konzentrieren. Okay, war nur ein einziger lumpiger Treffer. Wenn jetzt noch endlich mal meine Geschütze in Feuerreichweite wären, wäre es ja auch ziemlich fetzig. Er dreht. Eigentlich blöd für mich, aber ich probiere es trotzdem. Und voll versemmelt. Jetzt habe ich natürlich nicht vergessen, dass der Kollege auch Torpedos hat. Obwohl, hatte die St. Louis Torpedos? Das ist die Frage, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich werde hier beschossen, eventuell richte ich doch mein Augenmerk mal auf den Kollegen da. Und er ist versenkt. Jetzt muss ich zusehen, dass ich hier ein bisschen mit dem mitgehe. Ihr seht auch, die Sekundärgeschütze feuern wie wahnsinnig. So, ich habe nachgeladen. Brenne schon wieder, kann nicht löschen. Hier geht's richtig brutal ab. Ich hoffe, ich krieg den auch noch mit. Und den habe ich auch versenkt. Das ist eine schöne Sache. So, bei der Kuma wird es ein bisschen kniffliger. Erstmal auffrischen. Torpedos sind mit Sicherheit gleich unterwegs. Hören kann ich sie. Zitadellentreffer. Torpedos ausgewichen, auch eine gute Sache eigentlich. Den könnte ich sogar noch zerlegen, wenn ich es jetzt schaffe. Ich meine, ich habe 3 Brände drauf, das ist verdammt viel.
Bitte lad schneller nach. Bitte, bless, bless, bless. Auch versenkt. Und da ist der Flugzeugträger. Will ich mal mittig reinknallen. Ich werde drehen müssen. Hier wird mir nichts anderes übrig bleiben. Die Torpedos werden auf jeden Fall für mich bestimmt sein. Wenn ich natürlich jetzt noch einen versenken kann. Ich meine, ich habe relativ schnell 3 Kills gemacht. Das ist eine ordentliche Leistung, finde ich. Wo sind die Flugzeuge? Okay, sie kommen. Ich habe das Gefühl, ich drehe relativ schnell in die Richtung, die ich brauche. Also meine Geschütze drehen sich relativ schnell. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich sollte die Munition wechseln. Ich glaube, das werde ich für den auch machen müssen. Warte, eine Salve warte ich noch ab. So, ich war schon so, ich bin jetzt so nah dran, und das werde ich auch beibehalten, dass jetzt meine Sekundärgeschütze weiterfeuern. Die Nachladezeit ist relativ moderat, das kann man überleben. Brände sind mir wichtig, Brände sind mir wirklich wichtig jetzt. Ja, guck mal an hier mit deinem einen Torpedo. Ich denke, den würde ich überleben. So oder so. Das hat doch richtig reingefeuert. Wir sind sehr nah hier, ne? Ja, alles okay. Und ich werde ja auch noch cappen, denn das zieh ich mir einfach rein hier. Komm, 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 komm. Lad nach, lad nach, lad nach. Versenkt. Oh, aber hinter mir ist auch ein Wasser. Mir geht ein bisschen die Luft aus. Nur langsam aber sicher. Aber gut, ich habe mir 4 Kills hier gezockt. Und das bei den schlechten FPS. Ah, ich weiß nicht, woran es liegt. Also, mit Grafikkartentreiber aktualisieren oder so hat nicht mehr viel zu tun. Die anderen Nassau. Oh. Ja, die Kaiser knallt ganz schön rein. Ich bewege mich aus dem Punkt raus. Ich würde ja gerne erobern, aber ich denke nicht, dass ich das schaffe. Also bleibe ich wohl eher der Kollege, der hier im Gefecht ist. Obwohl, wenn er jetzt hier noch dazukommt, die Kolberg, dann könnte es natürlich klappen. Da ist ein Kaiser, kommt nah ran. Aber wie gesagt, alles unter 10,1 Kilometern ist für mich nutzlos zu beschießen. Okay, sie cappen, wir müssen auch cappen. Körper kommt cappen. 39 Sekundärgeschütztreffer, das ist eine ganze Menge, finde ich. 4 Kills, also wirklich, das lief richtig gut eigentlich. Ich kann mich eigentlich nicht über die Nassau beschweren. Also es ist mit eines der besten Schlachtschiffe, die ich bisher gefahren habe. Der Kollege dreht, warum auch immer er der Meinung ist, das müsste so sein. Moment. Denn ich will nicht die ganze Zeit hier alleine rumgucken. Ich will auch ein bisschen noch was machen. Okay, ich denke, ich werde Captain, denn hier kommen noch andere zu mir. Sollten die Basis auch gleich haben, denn ich fahre jetzt absichtlich langsamer. Ich will gar nicht so schnell rausfahren. Ich will die in Reichweite haben. Gut, jetzt wieder Gas geben, einmal drehen. Aal in Nord. Irgendein Aal ist da im Norden. Wir haben doch hoffentlich gleich gecapped. Da schrabbelt eine Insel auf mich zu. Beziehungsweise ich auf die Insel. Ui, 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 ui.
durchstarten. Ich hoffe, das klappt noch. Kurz wieder zurück. Ei, das ist aber wirklich Millimeterarbeit. Fahre ich gegen? Ich fahre nicht gegen. So, wir haben gleich gecapped. Und damit hat sich die Sache auch erledigt. Winner! Du rammst mich jetzt nicht, mein Grube. Oder? Ramm mich nicht! Ah, Keule, okay. Leichte Teamkillstrafe. Falls einem aufgefallen, ich bin auch pink. Da gab es so einen Zwischenfall gestern. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es war wirklich nur ein Zwischenfall, ein Unfall. Ein absichtlicher. Okay, also wir haben 62.372 Schaden. Ich kriege relativ viel Kohle. Ich werde wahrscheinlich nicht der Erste sein, denke ich mal. Tatsächlich nicht. Denn ich habe, meine Kills waren relativ leichte Kills. Bis auf vielleicht zwei, aber zwei waren auf jeden Fall leichte Kills und die werden natürlich jetzt nicht höchst entlohnt. Trotz allem ist die Nassau ein ziemlich gutes Schiff, ihr habt gesehen. Es ist möglich, auch bei ziemlich niedrigen FPS, ordentlich was zu leisten mit dem Stück. Und von daher kann ich es nur empfehlen. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe bisher immer Spaß gehabt. Ich habe kein Match gehabt, wo ich wirklich sagen könnte, das ist so scheiße, alles lief schlecht und so. Das Match davor, da war wirklich ein Torpedo-Gewitter, könnte man sagen. Lauter, also da waren fünf Zerstörer unterwegs und noch ein Flugzeugträger, ein Langley. Die haben uns zugeschissen im B, ich war überwiegend im B-Punkt unterwegs, haben die zugeschissen mit Torpedos. Ich habe einige abbekommen, aber ich habe es überlebt. Und das hat auch Spaß gemacht, da habe ich meine Kills gemacht, drei Stück. Hier sind es jetzt vier gewesen, auch eine schöne Sache. Und ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Abo hinterlassen, ihr wisst, tut euch nicht weh und mir würde es helfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Viel Spaß noch beim Zocken, haut rein, bis denn dann, ciao, ciao.